Friedemann Hoflehner wurde in Oberösterreich geboren und 1967 in Linz festgenommen. Er wurde wegen Homosexualität zu schwerem Kerker verurteilt. Heute lebt er als Teppichweber in Wien. Was geschah dir selbst in Linz 1967? Ich 1967 war bereits 2 Jahre aus dem Elternhaus entfernt worden. Ich wurde aufgrund des Umstandes, dass ich meinen Eltern eröffnet habe, schwul zu sein, aus dem elterlichen Verband, sagte man damals, aus dem elterlichen Verband, wortwörtlich zitiert, verstoßen auf Lebenszeit. Das wurde auch durchgehalten. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt bereits vom Elternhaus her verstoßen auf Lebenszeit und dadurch so aus der Bahn geworfen, dass ich der geregelten Arbeit im Finanzamt nicht mehr nachgekommen bin und dass ich geregelten angemeldeten Wohnsitzen nicht mehr nachkommen konnte, weil ich mir das gar nicht mehr leisten konnte und psychisch in einem Zustand war, der mir heute in der Rückschau, wenn ich mir diesen sehr jungen Mann, das war damals ein 20-Jähriger, damals war man mit 21 volljährig und die Volljährigkeit feierte ich ja im Gefängnis, nicht außerhalb. Wenn ich an diesen jungen Mann zurückdenke, wird mir heute noch Angst und Bang, in was für einer Schieflage der für sich persönlich, nämlich damals, so gewesen ist. Das interessierte selbstverständlich die Polizei nicht. Die Polizei wollte Ausweise sehen und ich habe all meine Habseligkeiten zu dem Zeitpunkt bei einer Freundin deponiert gehabt, dass wenigstens meinen Dokumenten nichts passiert während der Zeit und an diesen Orten, an denen ich mich aufhalte, wenn ich gerade kein Untermietzimmer irgendwo hatte. Denn auf den Baustellen, in den Abbruchhäusern, in denen ich so gehaust habe, war es günstig, oder schien es mir jedenfalls günstig, den Reisepass nicht mitzuhaben, weil dessen hätte ich leicht verlustig gehen können. Das heißt, meine Dokumente waren deponiert an sicherer Stelle und ich war umtriebig. Ich war umtriebig. Und an einem dieser Samstage bei so einer Razzia bin ich einfach ganz routinemäßig einer derer gewesen, die gefragt worden sind nach einem Ausweis und konnte keinen vorweisen. Ein gefundenes Fressen. Und wurde mitgenommen und wurde dann befragt nach meinen Daten, wurde befragt nach meinem angemeldeten Wohnsitz, den ich nicht sagen konnte in diesem Augenblick, wurde nach meiner aktuellen Arbeitssituation befragt und konnte nichts sagen und wurde dann, und damit begann die ganze Maschinerie tatsächlich zum Rollen, weil einer, der gerade nicht weiß, wohin mit ihm, das wäre für die nicht interessant gewesen. Interessant war plötzlich etwas ganz anderes, nämlich das, wo ich eigentlich in die Ausweiskontrolle geriet, nämlich im Brucknerstüberl. Und so hat man bei den ersten Befragungen noch sehr zaghaft, noch sehr vorsichtig zu tasten beginnen müssen, geglaubt. Man war noch sehr, sehr zurückhaltend. Ja, wissen Sie nicht, da war man nämlich auch noch per se, wissen Sie nicht, welchen Ruf dieses Lokal hat. Und da kam meine erste entscheidende Antwort, denn letztendlich bin ich der Meinung, dass jeder Mensch vom ersten Augenblick seiner Existenz an, der ist mit den jeweiligen Mitteln der jeweiligen Zeit, in der er sich befindet. Und ich war offensichtlich vom ersten Augenblick meiner Existenz an bereits der, der ich heute bin. Das heißt, um zu wiederholen, auf die Frage, ob ich
ich eigentlich wisse, welchen Ruf dieses Lokal hat, habe ich gesagt, ja. Dann kam die nächste Frage, nämlich die Frage, ja, wissen Sie, dass dort Homosexuelle verkehren? Worauf ich sagte, ja. Dann war Kunstpause. Dann hat der zu seiner Unterstützung zu den drei Männern, die bereits in dem Zimmer waren, weitere vier geholt. Das war ihm aus irgendwelchen Gründen unendlich wichtig. So viel wie möglich Zeugen würde ich heute meinen, so viel wie möglich Zeugen neben sich zu haben, die das alle bestätigen, dass da jetzt einer hopp genommen worden ist, der tatsächlich zugibt, in einem Lokal gewesen zu sein. Das kann nicht oft der Fall gewesen sein, sonst hätten die nicht so außergewöhnlich reagiert. Und dann kam die Frage, ja, wenn Sie in dem Lokal aufgegriffen worden sind zur Ausweiskontrolle, wenn Sie sagen, Sie wissen, dass dort Homosexuelle verkehren, ja, sind Sie womöglich auch einer? Und ich sagte, ja. Worauf die Kunstpause in dem Raum tödlich wurde. Und der Mann, noch sehr aufgeregt, ich habe das in Erinnerung, während ich es erzähle, ich habe das in Erinnerung, als wäre es wie ein Film eingebrannt. Also ich sehe die Szene förmlich vor mir, wie der Mann irgendwo in irgendeiner Form in sich zusammengesunken ist auf der einen Seite und irgendwo in seiner Wirbelsäule sowas wie Triumph hochkam, so quasi, na Gott sei Dank, jetzt haben wir mal was. So, kommt mir das heute, wenn ich mir den Film abrufe, eigentlich vor. Nach dieser Beantwortung meiner Frage, ob ich womöglich auch so einer sei, und ja, sagte, glaubten die wahrscheinlich, das zeigt mir jedenfalls alles das, was nachher kam, glaubten die wahrscheinlich, und jetzt hätten sie leichtes Spiel. Denn die erwarteten selbstverständlich in dem Augenblick Namen. Die waren an mir persönlich nur interessiert, als jemand, der jung und dumm ist, jung und dumm genug, jetzt ihnen die Namen zu liefern, auf die sie die ganze Zeit bereits gewartet haben. Und das kam nicht. Denn die nächste Frage war nämlich die, naja, mit wem haben's denn dann so? Haben's überhaupt was, sowas schon gemacht? Worauf ich noch ja sagte. Und dann war die Frage, ja, aber mit wem? Und ich sagte, das sage ich nicht. Daraufhin war es selbstverständlich, unter Apostroph, selbstverständlich einmal die erste Watschen. Und das ging dann, um es ein bisschen zu verkürzen, das ging dann die ganze Zeit der sogenannten Polizeiinhaftierung. Und ich weiß heute nicht mehr, ob es 2 Tage und 2 Nächte oder 3 Tage und 3 Nächte war. Ich weiß es nicht mehr. Es war damals rechtlich möglich, einen Menschen, ich glaube, es waren 3 Tage. Aber sicher bin ich mir nicht. Das hat nämlich bedeutet, während der gesamten Zeit, sagen wir jetzt einfach einmal, nachdem ich die drei immer so im Kopf habe, nehmen wir das jetzt einfach mal an. 3 Tage, vom ersten Augenblick selbstverständlich, Nahrungsentzug. Während der gesamten Zeit Schlafentzug und in etwa jede Stunde Kreuzverhör. Und dieses Kreuzverhör spielte sich eben so ab, dass, und jetzt gehe ich wieder außerhalb und schaue mir das wieder im Film an, dass dieser kleine, damals sehr klein, noch merkwürdigerweise, ungeheuer dünne,
sehr zerbrechlich wirkende junge Mann von sieben Bullen, im wahrsten Sinne des Wortes, von sieben Bullen Tag und Nacht einfach nur verdroschen worden ist. Ununterbrochen in dem Bestreben, aus dem auch nur einen einzigen Namen herauszukriegen.